Das ist der Camp Star. Star steht für den Mercedes-Stern. Ein neues Puzzlefahrzeug mit Mercedes-Unterbau, Van-Klasse und klasse ausgebaut. Viele schöne Details, die einzigartig sind. Sehr wohnlich das Fahrzeug. Was der alles hat, was der bietet auf der V-Klasse, auf der Vito-Basis, kann man sich raussuchen. Das schauen wir uns jetzt an. Mein Name ist Matthias Klein aus dem Pössl-Center in Metzingen. Ich habe hier auf beiden Seiten eine Schiebetür, habe in dem Campstar auch schon direkt, hier versteckte sich eine herausnehmbare Küche. Ich habe ein Aufstelldach, schön Platz für zwei Personen und da sieht man es auch schon mit Fenstern drin. Ich habe hier hinten meine Außensteckdose, wenn ich auf den Campingplatz komme, auf den Stellplatz, stecke ich hier mein Kabel ein und mein Fahrzeug steht unter Strom. Ich kann meine Geräte laden, ich kann meinen Föhn benutzen, ich kann meine Heizung einschalten. Ich kann einen schönen Urlaub drin erleben. Ich habe hier hinten auf meiner rechten Seite im Kofferraum ein fest verbautes Möbel. Das geht vor bis zur Küche, bis zur herausnehmbaren Küche. Einmal habe ich hier drunter meine große Kühlbox. Habe hier hinten zwei ebenso große bzw. noch größere Schränke. Da kriege ich alles rein, was ich für den Urlaub brauche, an Klamotte und andere Sachen. Da unten nochmal zwei kleine Fächer, zwei kleine Schränke. Und da unten drunter ist der Kompressor von meinem Kühlschrank. Ja, und durch die Höhe hier habe ich natürlich auch dann entsprechend viel Platz, zumal die Fahrräder reinschiebe, zum große Sache einlade, schön viel Platz im Kofferraum bis zu meine Sitze. Ich habe die Bank jetzt vorne, ich kann die natürlich auch hinten hinschieben. Wenn ich mein Bett aufbaue, das zeige ich euch gleich, dann kommt die Bank ganz hinten in die Schiene. Ja, wenn ich mit der Familie verreise, hier ist natürlich schön zu sitzen, hier ist gemütlich, die Kinder kommen direkt an den Kühlschrank dran während der Fahrt. Haben genug, auch Erwachsene hier, genug Sitzhöhe. Und wenn ich dann stehe, wenn ich angekommen bin und noch mehr Platz will, dann drücke ich einfach das Bett hier hoch, wenn ich mein Dach schon hoch gemacht habe und habe dann natürlich auch entsprechend Stehhöhe und nochmal ein ganz anderes Raumgefühl hier drin. Das Besondere an diesen Sitzen im Camp Star ist, dass ich daraus recht einfach und schnell ein Bett bauen kann. Ich ziehe einmal hier die Entriegelung, klappe die Lehne nach hinten und habe jetzt schon hier einen großen Teil vom Bett aufgebaut. Dasselbe, wenn ich ein Doppelbett baue, mache ich natürlich auch dann entsprechend, muss ich das Richtige ziehen, hier mit dieser Lehne und habe schon fast mein Bett fertig. Die Zusatzteile sind unter der Bank angebracht. Das zeige ich euch jetzt. Während der Fahrt sind diese Zusatzteile für mein Bett schön aufgeräumt, fixierbar und am Sitz. Ich hole die raus, je nachdem, ob ich eins oder zwei brauche. Hier ist meine Halterung, die führe ich hier ein, drücke es hoch, drücke meinen Fuß raus, da ist er und schon ist mein Bett aufgebaut. Ich kann es verwenden als Sitz, ich kann mich gemütlich drauflegen. Das ist von der Länge her natürlich Luxus hier. Und wenn ich zu zweit liege, mache ich dasselbe hier nochmal. Oder ich brauche es nicht, dann habe ich Platz für noch andere Sachen vorne. Das da vorne ist meine herausnehmbare Küche. Das schauen wir uns nachher an. Das da ist mein kompletter Kühlschrank. Von oben kann man da dran. Kriege ich eine ganze Menge rein zum Kühlen, auch zum ziemlich weit runterkühlen. Ich habe hier meine Übersicht. Ich habe hier zwei Steckdosen, einmal 12 Volt, einmal 230 Volt. Habe hier USB-Stecker, habe hier meine Lichtschalter und da meine Anzeige über die verschiedenen Stände. Auf der anderen Seite drüber, da habe ich mein Bedienfeld für die Webasto Standheizung, die ist hier mit eingebaut. Ebenso wie die zweite Bordbatterie hier auch schon mit integriert ist. Die zweite Bordbatterie, die sorgt für die Stromverbraucher während dem Stehen, so dass meine Autobatterie, die Starterbatterie, da nicht belastet wird. Das ist meine Tischplatte. Die kann ich während dem Fahrbetrieb so schön da aufgeräumt dran lassen. Die kann ich komplett rausziehen aus der Schiene
Und wenn ich meinen Tisch aufbaue, kann ich den natürlich entsprechend auch hin und her ziehen, da wo ich ihn brauche, zum dran arbeiten, zum dran essen. Und wenn ich den so hochgeklappt habe, nehme ich meinen Fuß, führe den hier ein, mache es fest und so steht es fest und stabil da. Und einem schönen Essen steht da nichts mehr im Wege. Die beiden Vordersitze, extrem bequem, sitzt man sehr gut. Kann sie natürlich auch in der Höhe hier, so wie man es braucht, verstellen. Die Neigung, ach, da sitzt man gemütlich. Die sind natürlich drehbar. Einmal Fahrtrichtung, einmal in den Wohnbereich nach hinten, so dass man da auch schöne Zeit, schöne Abende beim Gläsle Rotwein miteinander verbringen kann. Ja, das hier ist das schöne Aufstelldach. Es bietet ein großes Schlafzimmer da oben auf einer Komfortmatratze mit einem von unten belüfteten Lattenrost. Das ist hoher Komfort, hoher Schlafkomfort. Und natürlich durch die Fenster, die ich auf den drei Seiten öffnen kann, auch nochmal schön zum Durchlüften in warmen Nächten, wenn der Wind da durchbläst. Das ist natürlich Zelten auf sehr, sehr hohem Niveau. Aufsteigen tue ich, wenn ich aufs Bett hochgehe, über die Sitz, über die Armlehne, über die Sitzlehne. Und dann komme ich wie über eine Leiter hier hoch. Gleich vorne dran habe ich ein schönes Lämpchen mit USB-Stecker mit dran, dass ich nachts mein Handy laden kann, auch so eine Fläche extra, um das Handy abzulegen. Und ich habe hier vorne eine sogenannte Absturzsicherung. Wenn Kinder, kleine Kinder mitgehen und hier oben schlafen, dann tue ich das oben einklipse, sodass mir nachts niemand hier rausfällt. Diese Matratze, die sieht nicht nur schön aus, die ist auch sehr bequem. Und durch meinen guten, hochwertigen Lattenrost schlafe ich da oben wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe Platz in der Breite hier locker für zwei große Erwachsene. Und auch von der Länge her mit gut 2 Metern groß genug, auch für unsere großen Leute. Die drei Fenster hier, die haben alle, wenn man sie aufmacht, das Moskitonetz da, dass mir da keine Plagegeister reinkommen. Wenn ich es mal ganz aufmachen will, mache ich eben komplett meinen Reißverschluss unten auf und kann es hochhängen und dann ist natürlich komplett durchlüftet. Ja, das ist meine schöne Outdoor-Küche. Outdoor deshalb, weil ich sie draußen benutzen kann. Und wie das funktioniert, das zeige ich jetzt. Die entriegel ich unten, ich drehe sie raus, ich mache meinen Fuß nach unten, dass sie dann sicher steht. Dann nehme ich sie an den beiden Griffen, ziehe einmal nach draußen und dann steht sie auch schon fertig da. Ich kann einmal hier meinen Tisch dran machen, dass ich hier draußen sitze. Ich kann einmal meinen Tisch natürlich, wenn ich jetzt mein Bein drunter mache, auch hier draußen verwende und mich da dran setze. Und wenn ich dann komplett noch eine Markise dran baue oder ein Sonnensegel drüber mache, in der Keterschiene drin, dann sitze ich auch noch schön im Schatten bzw. im Trockenen mit meiner Küche. Meine Abdeckungen sind aus Glas. Das sieht nicht nur schön aus, das ist natürlich auch ganz praktisch. Wenn ich die hochklappe, kommt sehr hochwertiges Waschbecken raus. Sieht schön aus. Große Kochfelder, viel Platz auch für 2 große Töpfe. Und hier habe ich meine Gasdrehfelder zum Aufdrehen. Ich habe mein Kaltwasser unten drin, ist die Wasserpumpe in einem Kanister. Und natürlich ist auch unten drin, hier drunter, das gucken wir uns gleich an, die Gasflasche für meine 2 Kochfelder. Ich habe hier unter meinem Gaskochfeld meine Besteckschublade. Unter der Besteckschublade habe ich meinen Platz für die 2,8 Kilo Gasflasche. Da kommt man in der Regel den ganzen Sommer lang damit zurecht, wenn man damit kocht. Und ich habe auf der Seite hier meine beiden Wasserkanister. Da habe ich einmal mein Frischwasser mit der Wasserpumpe drin und natürlich auch mein Abwasser. 13 Liter passen da jeweils rein. Und rein geht die Küche genauso einfach, wie ich sie rausgemacht habe. Ich hebe sie hoch. So, mache meinen Fuß wieder hoch. Und drehe sie rein.
bis es eingerastet ist. Tür zu. Und los geht's. Ja, als Basisfahrzeug habe ich viele Wahlmöglichkeiten. Der Vito, die V-Klasse. Von der Fahrzeugtechnik her bietet es alles, was Mercedes inzwischen anbietet, mit klasse Audiosystemen und Fahrassistenzsystemen. Eine ganze Menge kann ich da raussuchen, um mir mein Fahrzeug rauszusuchen. Wenn du Interesse hast, einen zu bestellen, den mal anzugucken, den zu erleben, dann komm zu uns ins Pössl-Center nach Metzingen, da haben wir bald einen, ein Ausstellungsfahrzeug. Und da beraten wir dich gerne, da konfigurieren wir einen für dich und bestellen den für dich. Und dann geht dein Urlaub mit diesem tollen Fahrzeug auch schon bald los.